Heute ist es wieder Donnerstag und die Woche haben wir das Thema Tiefphasen, wie wir damit umgehen und was wir dagegen tun. Also bei mir gibt es ja zwei Arten von Tiefphasen. Einmal die Transgeschichte und einmal, ich würde es als Depression bezeichnen, die ich anscheinend schon viel zu lange habe. Die mich manchmal so sehr runterziehen. Leider kann ich noch nicht ganz genau sagen, ob es Depressionen sind, weil das wird jetzt dann mal ausgetestet. So. Erstmal zu der Transgeschichte. Also bei mir kommen die Tiefphasen, wie bei vielen, denke ich, oft durch die körperliche Seite, aber auch dadurch, dass man nicht so angesehen wird, wie man will und man immer wieder automatisch dann in diesen Körper extremer gedrängt ist, als man schon gedrängt ist. Und das bringt mich halt richtig, richtig runter. Ja, und ich kann das halt auch nicht so kontrollieren. Es kommt einfach so und dann ist es da. Und mal dauern die Tiefphasen einen ganzen Tag lang, mal ganz kurz. Die letzte, die ich hatte, hat 3 Tage angedauert. Ja. Also das belastet mich halt schon sehr extrem. Ja. Dann, wie gehe ich erstmal damit um? Das geht dann einher damit, dass ich dann mich eigentlich nur noch ins Bett lege und hoffe, dass es weggeht, ganz, ganz, ganz viel nachdenke und mein Kopf fast explodiert. Und ja, also wie ich damit umgehe. Manchmal nehme ich mir eine kleine Auszeit, lege mich wirklich mal hin, versuche ein bisschen wegzukommen, Ruhe für mich zu finden und so weiter und so fort. Denn wie der Angelo schon gesagt hat, Bezugspersonen finden, die dich verstehen, mit denen du reden kannst, egal was los ist, wo du dich nicht schämen musst, wo du dich gut fühlst. Ganz viel reden, dass die anderen dir sagen, hey, du bist so gut, wie du bist und wir stehen immer hinter dir und wir gehen den Weg mit dir zusammen. Also Leute, die dir wirklich Kraft geben, wo du dich einfach mal auskotzen kannst, wo du dir das alles von der Seele reden kannst und dass du merkst, hey, du bist nicht alleine oder die Leute verstehen dich. Ja, dazu gehört dann auch der Angelo. Mit dem kann ich dann auch echt gut darüber reden, da bin ich auch froh drüber. Da fühle ich mich auch nochmal nicht so einsam oder alleine mit dem Thema und weiß, okay, es gibt andere Leute, die genau das gleiche Problem haben. Und dann versuche ich auch, wie gesagt, mich einfach abzulenken, irgendwie zu entspannen, den Kopf frei zu bekommen. Mal zeichne ich oder ich zocke einfach Ablenkung, Sport, das bringt mich runter, das mache ich auch sehr. Es muss sein, baden gehen, einfach mal entspannen, versuchen zu entspannen und wegzukommen von der Sache und ganz viel reden. Das ist schon mal die Sache. Und auch sich im Kopf zu halten, wie weit bin ich jetzt gekommen? Und du kannst stolz sein, stolz auf dich, wie weit du gekommen bist. Sei vielleicht stolz darauf, dass du jetzt einen Therapeuten gefunden hast. Oder tu dir nochmal aufrufen. Okay, bei mir sind zum Beispiel nur noch ungefähr 3 Monate hoffentlich. Für mich sind 3 Monate nicht viel. Für mich, klar, kann das hier sein, aber es ist schon ein Weg, der geschafft worden ist. Es geht los und das musst du dir immer wieder vor Augen rufen. Oder dass du jetzt weißt, okay, das ist so und du kannst was ändern. Das ist nämlich zum Beispiel auch ganz wichtig. Genau. Ja, und wie gesagt, rede mit den Leuten. Vielleicht sind das nicht viele, wo du dich hundertprozentig so fühlst, wie du dich fühlen kannst, möchtest und so weiter und so fort. Aber ja, rede mit den Leuten. Die bringen dich zum Lachen. Die zeigen dir, wie toll du bist, dass du super bist, dass du auf dich stolz sein kannst, dass du das machst und so weiter und so fort. So. Und noch schnell zu den anderen Sachen. Ja, die anderen Tiefphasen, die gehen einher damit, dass ich einfach viel zu oft an mir zweifle, an meinen Fähigkeiten und so weiter und so fort.
Aufgrund auch der Vergangenheit, auf Mobbing und so weiter und so fort. Ja, was mache ich da? Ich mache eigentlich fast nichts anderes. Ich nehme mir meine Auszeit oder ich rede mit Leuten und manchmal muss man die Phase auch durchmachen. Und wenn man wieder raus ist, dann geht's auch wieder. Manchmal musst du deine Aggression einfach rauslassen. Schrei, brüll, mach, dass es einfach raus ist, dass es weg ist. Und zweifle nie an dir. Und es gibt immer Leute, die an dich glauben und dich toll finden, so wie du bist, auch wenn dein Kopf dir manchmal was anderes sagt. Und noch ganz wichtig zu wissen, die Leute können dir alle helfen, die können dir Kraft geben, die können dir beistehen. Aber wenn es nicht mehr, wenn du es absolut nicht mehr aushalten kannst, ich meine, du bist dann schon in Therapie, du kannst mit deinem Psychologen reden. Aber denk auch immer daran, wenn es nicht mehr geht, versuch dir auch woanders Hilfe zu holen. Ja, genau. Das war's von mir. Ich hoffe, es konnte mal so einen kleinen Einblick geben, dass du nicht alleine bist. Und ja, du bist super toll, wie du bist. Mach so weiter und lass dich von niemandem runterbringen. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit und schau, Leute.